Ein wunderschönen. Ach shit, wir haben einen ganz anderen Tag als das Video, wo das kommt. Ich wollte es eigentlich einen wunderschönen Montag wünschen. Warte, ich kann dir sagen, wann das kommt. Mittwoch, Nee, das weiß ne? ich gar nicht. Mittwoch. Ja. Was ein toller Tag, um ins Leben zu starten. Ich bin voller Energie. Ich hab richtig Bock, allen irgendwie Zerklinge zu zermatschen. Und ich bin voll müde. Los geht's. Matteo, ich habe gestern eine Doku gesehen über Joe Cole. Weißt du, wer das ist? Nee, aber es kommt mir bekannt vor. Also der Name Joe Cole kommt mir bekannt vor. Wer ist das? Ist ein Skateboarder. Oh, Einer der geil. heftigsten überhaupt. Aber irgendwie aus einer neueren Generation, also nach der ganzen Tony Hawk-Generation. Und Ja, die sind ja. irgendwie kennen wir die gar nicht mehr so, ne? Ich kenne die auch nicht mehr. Also ich habe ja damals, warte mal, ich sag jetzt mal die ganzen Alten, die ich kenne. Bam Margera, Tony Hawk, Oh, Bam Margera, als der so 22 war oder so, da haben die ja in Philadelphia geskatet und Joe Cole war da 14 oder so und hat da mitgeskatet schon. Also ist Joe Cole auch schon ein bisschen älter. Also der ist jetzt auch Ja, schon jetzt so. ist der schon so Mitte 30 ungefähr. Okay, aber ja, da gibt es ja noch eine ganz junge Generation, die auch so voll krass sind. Ah, da gab es nur so. Ich habe früher, also ganz früher, habe ich Tony Hawk's Pro Skater 2 gespielt. Kennst du das? Ja, ich habe das dritte gespielt. Ich hatte mal einen Weltrekord auf Los Angeles, Como. Was? Echt? Aber nur für ein paar Geil. Tage. Ja, und jedenfalls, da, früher ging ja dieses krasse Skateboard-Fieber rum. Sind alle haben angefangen, Skateboard zu Bist du fahren. Du Skateboard auch? gefahren? Ja. Ich auch. Warst du bis Ich bin Skateboard eine. gefahren? Ja, Was war dein Mann. bester Trick? Also, ich konnte einen Ollie über drei Decks. Also, weißt du, so drei Decks, wenn man die ineinander. Ja. Also, aufrecht. Und ich konnte einen Kickflip im Stehen. Ich konnte einen Ollie, einen Pop-Shove-It. Was konnte. Ich konnte nur so diese ganzen Anfängertricks. Ich konnte nichts Krasses. Halt Wheelies. Ja, Olli bei drei Decks ist ja schon mal gut. Das ist ja schon echt Ja, hoch. das war auf jeden Fall. Das war dann mein Höhepunkt. Das war das Krasseste, was ich dann konnte. Aber dann höher ging es dann nie. Und einen Kickflip konnte ich auch niemals im Fahren. Immer nur im Stehen, leider. Ich habe am Ende immer einen 360-Flip geübt, den habe ich aber nie geschafft. Den habe ich auch voll oft geübt und auch nie gestanden. Ein Ja. Kumpel von mir, der Ben, schönen Gruß an der Stelle, der war so krass talentiert, der konnte einfach so alles sofort. Der hat sich so Tricks angeguckt, wir haben uns so voll oft so Skateboard-Montagen angeguckt. Und dann hat er es immer so probiert, einen Tag lang und konnte so die meisten Sachen. Der konnte auch auf Anhieb direkt so ein Wheelie One-Footed. Also wo du nur mit einem Fuß auf dem Skateboard stehst und ein Wheelie machst. Kennst du das? Aber das hat auch bestimmt voll lange geübt, alles. Nein, 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 nein. Also das war voll seltsam. Der konnte also manche Sachen konnte halt nicht direkt, aber manche Sachen konnte er einfach so direkt aus dem Ja, Gefühl der hat bestimmt raus. heimlich geübt die ganze Zeit. Hab Nein, es ey, nicht ich sag's dir, gesehen. der war krass. Der war richtig krass. Heelflip, Ich habe mal alles. beim Deckspringen, da waren wir bei so einer Unterdachung in der Schule, also an der Schule, und dort waren oben so eckige Lampen, so Eisenlampen. Und ich weiß nicht mehr, über wie viele Decks, ich glaube auch drei oder maximal vier bin ich gesprungen. Und dann bin ich mit der Hand so hoch beim Springen Und hängen und bin geblieben. an der Lampe hängen geblieben. Und ist mir die ganze Alter. Hand zwischen den Fingern aufgerissen, da habe ich auch noch eine große Narbe. Da konnte ich dann reingucken, so in den pulsierenden Muskel. Und habe den Knochen auch gesehen. Das war richtig geil. Aber ich habe nichts gemerkt in dem Moment. Krass. Ja, aber Skateboard war echt so ein Ding, da konntest du dich richtig krass zerstören. Da voll viele Freunde von mir haben sich ja Fußgelenke zerstört und alles aufgeschlagen, was weiß ich was. Ja, aber das war auch irgendwie gleichzeitig der Reiz, dass das so Ja, was genau, Gefährliches war, was die ja. Eltern auch nicht wollten. Ja, und wir haben immer dann diese Videos geguckt, haben uns dann richtig aufgegeilt an diesen Montagen, wie krass die sind und Ja, so. Und dann und sind wir immer irgendwo damals gab es ja hin. noch kein YouTube und so, ne? Man musste Genau, da gab irgendwie. es ja nur diese ganzen VHS-Tapes, die man getauscht hat untereinander. Und dann hat man dann immer diese geilen Montagen gesehen und dann ist man raus und hat versucht, so irgendwelche Treppen zu springen und es hat nie funktioniert, weil man sich nicht getraut hat.
Ja, Mann. Ja, ist aber geil. Lass mal, oh, wir müssen eigentlich mal zusammen Skateboard fahren. Lass uns mal Skateboard-Revival machen. Ey, da hätte ich eigentlich total Bock Ich auch. drauf. Ich Kann ich gar nichts hab eigentlich mehr. wirklich Bock, einfach ins Skatepark und irgendwie mal wieder Kickflip zu üben oder so. Ja, aber so Skateparks konnte ich übrigens nie, ne? So Rampen runterfahren, war ich mega schlecht. Wir haben hier so einen riesigen Skatepark mit so Halfpipes. Ich bin noch nie eine Halfpipe runtergefahren, weil das so Mit dem krass steil Skateboard habe ich ist. mich das auch nie getraut. Das, Ja, Inline Skates da war habe ich ich auch schon zu probiert, ja. alt. Ich habe das mit, ich habe ja erst Inline-Skates gefahren Ich und auch. das traue ich mich auch noch immer. So, das geht mega klar an der Rampe. Ist aber auch ein bisschen einfacher. Und dann, als ich mit Skateboard angefangen habe, da war ich, glaube ich, schon ein bisschen zu alt. Weil wenn man irgendwann nicht diese Hürde früh überwindet, dann Genau, fängt man an richtig. nachzudenken. Und man weiß auch Ja. irgendwann, wie schmerzhaft das ist, sich abzupacken. Und dann macht man das einfach nicht mehr. Ja, Und so ein genau Drop das in ist der es. Rampe, das war immer. Ja, das war schon Und ziemlich risky. habt ihr denn auch immer früher diese CKY-2K-Videos gedreht? Also das, was es vor Jackass gab, wo ihr dann einfach irgendwo hingerannt seid, hat alles kaputtgeschlagen und Das war das mit vollgeuriniert und so? von Ben Majera, ne? Genau, Nee, genau. Habt ihr das auch ich gemacht? kannte das bis gestern gar nicht. Das war auch, es ging auch um Ah. diese Videozeit in der Doku über Joe Cole, Ja. was habe ich gesagt? Joe Cole. Ja. Ja, das haben wir dann gemacht, weil wir haben dann irgendwann, also wir sind dann Skateboard gefahren, aber dann ist es irgendwann in diese Phase übergegangen, wo wir dann diese Videos gesehen haben und die haben ja da richtig kranken Scheiß gemacht. Die haben sich ja ins Gesicht gekackt und so. Also Das war eigentlich wirklich. Jackass, aber noch nicht Jackass. Genau, es war Jackass, nur halt noch mal eine Schippe oben drauf. Sachen, die man eigentlich im Fernsehen nicht zeigen sollte. Und dann haben wir das dann versucht nachzumachen, aber ganz verrückter Scheiß. Ja, nee. Wir haben se nie selbst Videos gemacht. Keiner, Spons Ja. hatte keiner eine Kamera auf dem Dorf. Auf dem Bauerndorf. Ja. Okay, dann Gut, zocken wir vom jetzt StarCraft. Skateboarden zum StarCross-Spielen. Ich habe hier eine Lobby aufgemacht. Wir trainieren heute eine neue Strategie. Genau, wir versuchen ein Speedling Hellion Opener, damit wir Druck aufbauen können auf den Gegner und dann in unsere Late-Game-Strategie reinkommen. Also quasi unsere Strategie von früher. Genau, aber nicht so hart all-innig, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schon ziemlich stark. Was hast du denn vor Also, für einen okay. Pool? Also, genau, ich hätte jetzt ein ganz normales Speedling Opening gespielt. Willst du ein Wir früheres? müssen auf jeden Fall ein frühes spielen. Okay, dann mache ich nicht Hedge first, sondern Pool first und nehme direkt das Gas und nehme halt meine Hedge danach. Genau. Und dann, wenn die ersten Speedlinge schon unterwegs sind, dann bedrohe ich erst die zweite. Ja, aber pumpen auch nicht länger. Komm, wir testen das Ganze mal. Okay, ich probiere es mal. Testen wir das mal aus. Ich weiß auch, doch, ich weiß, wie ich hier spiele. Weil unser Problem ist ja mit der Strategie, die wir beim letzten Mal trainiert haben, dass wir immer so anfällig für allen möglichen Scheiß sind und man sich einfach nicht gegen alles gleichzeitig verteidigen kann. Und Ja, man li dann genau. lieber einen aggressiven Opener wählt, ist jetzt unsere Herangehensweise. So, und für Hellion spiele ich auf jeden Fall Gas First. Mit dem Sound hat übrigens alles hervorragend funktioniert, habe ich unter den Kommentaren gelesen. Ja, habe ich auch gelesen. Also es ist zwar sehr, sehr viel aufwendiger, aber wenn es sich lohnt, machen wir das doch gerne. Ja, so viel aufwendiger ist es auch nicht. Ja, also für mich ist es voller Krampf, keine Ahnung. Ich muss ja hier, keine Ahnung, was hier. Mir steckt ja das Headset. Obwohl, das hast du auch, ne? Das ist auch so Doppelsound jetzt, ne? Ja, ich habe ein bisschen Sound noch auf den Boxen. Also nicht optimal gelöst. Das muss ich mir noch irgendwas ausdenken. Ich höre nicht wirklich was im Spiel. Ja, das war mir so ähnlich. Oh. Oh, beim letzten Mal haben wir ein bisschen über Politik geredet. Ah Und ja, immer gefährlich. über. Ja, komm, war ja nichts los. Ich meine, das Schlimmste war, dass jemand gesagt hat: Du in deinem Eppendorf hier erzählst uns das Schlimmste von der Welt. So nach dem Motto. Ne? Ach so, ja, aber als ob man über nichts reden darf, wenn man irgendwo wohnt, wo es nicht. Also Ja, keine Ahnung, ich finde das gerade Argument. wenn man, wenn es einem gut geht, muss man darüber nachdenken, was in der Welt passiert. Also für mich ist das komplette Gegenteil. Aber was ich sagen wollte, ich habe dann noch, also kann ich sehr empfehlen, über Donald Trump, Last Week Tonight mit John Oliver. Oh Auf ja. jeden Fall anschauen. Sehr, 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 sehr gut. Ja, John Oliver kann man eigentlich echt ausnahmslos empfehlen. Alles, was der macht, ist so gut. Das ist einfach, der ist aber, seine Show ist einfach genial.
Natürlich macht das nicht alles alleine, ne? Aber der Typ ist einfach gut. So. Mhm. Der weiß einfach, wie es geht. Der weiß einfach, wie man ernste Themen so bespricht, dass sie auch gleichzeitig noch unterhalten und trotzdem eine Message dabei rüberkommt. Ja. So, wie baue ich denn? Ich weiß auch nicht. Zwei Factories? Ja, zwei Factories. Ich habe schon viel zu viele Mineralien gerade. Ja, bei mir ist auch noch in der Erforschungsphase. So, ich scoute hier und ich sehe zwei Gateways beim Protoss-Spieler. Der hat aber nur ein Gas genommen. Ich glaube, ich könnte sogar dann später auf Hellbats gehen. Und dann spielen wir einen Hellbat Roach Push oder sowas als Follow-up. Was ich auch geil fände, wenn wir Liberator irgendwie einbauen würden, weil die halt so gut sind. Liberator. Also ich weiß halt nicht wie, ob du damit harassen willst oder ob wir die dann containen. Guck mal, hier sind schon meine Hellions. Du brauchst jetzt eigentlich schon länger längst. Ja, shit. Das ist zu viel gedroht wahrscheinlich. Halt ja, also ich baue jetzt gerade Linge. Du hast ja schon eine Drohne an der neuen Base. Ja, die habe ich runtergeschickt, ja. Das ist zu viel. Okay, aber mein Speed kommt ja jetzt erst durch. Also meine Linge laufen, rennen jetzt mit dir los. Du hast ja erst zwei Hellions, oder? Ja, aber ich produziere jetzt halt drei auf einmal. Ja, aber ich überhole dich damit. Guck mal hier, wie viele Linge ich schon habe. Ja, wo denn? Da, die rennen alle schon auf der Map rum. Ich kämpfe hier schon. Ich auch. Hast du das? Ich könnte jetzt auf Cloak Banshees oder auf Liberator gehen, hinten ran. Ich weiß nicht, was besser ist. Du hast mein Speed durch und jetzt greifen wir an. Ich glaube, das ist eigentlich ganz okay. Ja. Was meinst du, auf welchen Tag soll ich hinten ran? Was war nochmal zur Auswahl? Cloak Banshee oder Liberator? Ah, Liberator finde ich, glaube ich, geiler als Cloak Banshee. Damit kann man mehr machen. Kann man? Ja, weil guck mal, wenn wir Cloak Banshees haben und die funktionieren nicht, dann haben wir ein Problem. Aber wenn wir Liberator haben, die kann man halt defensiv und offensiv voll geil einsetzen. Was brauche ich denn? Brauche ich für Liberator überhaupt? Nee, ich kann die auch nicht. Und das Gute ist, Liberator sind ja gut gegen Air und gegen Ground. Okay. Ich werde dann nicht expandieren. Sondern einfach direkt erstmal One Base auf Liberator gehen. Ohne Blue Flame. Ja, lass uns das mal probieren. Okay. Gut. Dann raus hier. Jupp. baue ich einen Marine vorweg oder nicht? Ich glaube nicht. Also es hat ganz. Ich hatte erst 500 Minereien, aber dann konnte ich die ganz schnell ausgeben. Ja, bei mir, ich muss immer mal drauf achten. Also wenn wir jetzt gleich zocken, muss ich mal ein bisschen weniger reden und mich wirklich krass aufs Makro konzentrieren, weil ich floate immer so echt schnell Mineralien und. Ja, dann musst du mal spielen und reden hier, ne? Ja, das kann ich nicht, das weißt du doch. Also auch wenn ich es übe, mein Gehirn funktioniert da einfach nicht. Ich weiß nicht, das ist wie beim Skateboardfahren, zu spät damit angefangen zu zocken und zu sprechen. Bist du bereit? Ja. Okay. Heute gewinnen wir mindestens ein Spiel. Okay, das ist ein guter Vorsatz. Wir haben letztes Mal alles verloren. Doch, haben wir, oder? Wir haben eins gewonnen am Ende. Echt? Ganz am Ende. Ja. Aber die Folge davor haben wir alles verloren. Das kann gut sein, ja. Okay, los geht's. Zerg Protoss. Zerg Protoss. Die gleiche Map wie eben. Das ist schon mal gut. Ja, die war okay, ne, für unserem Bild. Ja. Okay, Matteo, fokussier dich, konzentrier dich. Ich lenk dich gar das nicht hilft ab. Nicht, Matteo. Lass nicht sagen. Ich lenk dich nicht ab. Du schaffst das. Komm. Zerglinge. Zack, 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 zack. Link. Wir brauchen Zerglinge. Baue Hellions. Lalalala. Supply Depot nach vorne. Nee. Gas first. Gas first bei 14. Und noch eine CV der Nummer 15. 15 SCVs, dann kommt die Barracks. Dann kommt die Barracks. Die kostet aber 150 Mineralien. Da ist sie und weiter. SCVs, SCVs, SCV, 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 StarCraft 2, SCV. Weißt du, wie unfassbar viel schwerer es ist, so zu spielen? Und jetzt kommt die Barracks. Und wir haben früh Gas gesammelt. Damit wir 100 Gas für eine Factory haben und Hellions bauen.
Hellions bauen, 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 bauen können. Super Hellions, gepaart mit Zacklings, sind super, super, duper, duper gut. Hey, hey, super, duper gut. Super, duper gute Hellions. Oh, ich werde gecannon-rushed übrigens. Oh Gott. Okay, 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 all the way. Okay, all the way. Okay, all the way. Just do it. Oh yes, very good, Mental. You don't need my help. You don't need my help. I can do it. Just do it. Do it. Oh, der will mich wirklich, der will einen Pein in meine Basis bauen. Da wirst du aber nicht unbedingt weit kommen. Oh, da kommen Linge, da kommen ganz frühe Linge. Okay, hast du schon was? Nee, ist ja gerade jetzt im Bau. Okay, 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 dann musst du jetzt irgendwie mit Drohnen kämpfen. Ich habe gerade noch nichts. Kauf dir einfach Zeit. Okay, ich kauf mir einfach Zeit. Wenn du sagst, dann machen wir das so. Der Protoss kann ja noch nichts haben. Alter. Komm, du schaffst das. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Essen beiden Hellions, komm jetzt. Alter. Du schaffst das. Ja, wir haben die Cannon jetzt da unten, wir haben hier Linge, ich hab hier alles, ne? Ja, ich bin gleich da. Krieg von zwei Typen hier richtig aus. Ja, keine Angst, ich helfe dir gleich. Und man nicht ausrasten. Okay. Ruhe bewahren. Also einen härteren All-In habe ich, glaube ich, noch nie gefangen. Eine Armlänge Abstand. Nice, nice, das ist gut, das ist gut. Dass die Cannons, bauen den Pool einfach neu hinten. Lass die fertig werden. Okay. Alter, jetzt ballert er mir hier unten auch leer. Ja. Können wir das nicht unten killen, die eine kennen? Warte, okay. Ich kämpfe gerade gegen Zwecklinge. Oh shit, jetzt habe ich hier selbst ein Problem. Ah, da kann auch mein Ding schießen, Alter. Bau den Pool einfach neu. Ist schon. Okay. Ich baue den schon. Okay. So, ich bin befreit. Patrick, lassen wir mal sterben. Hat er noch eine Probe dort oben? Das weiß ich nicht. Der hat hier halt noch mehr Dings gesetzt, noch mehr. Ich fahr mal rüber. Oh, komm, sneak vorbei. Überlebt, jawohl. Oh, massiv Supply locked. Okay, so. Ich fahr mal in die Economy. So, ich kill alle Drohnen. Also wirklich alle. Das ist sehr gut. Keine einzige Drohne gleich mehr. Ja, hab alle Drohnen getötet. Das ist gut. Okay, fahr dem anderen auch in die Eco. Oh, brutzelfest! Die haben keine Eco mehr. Das ist gut. Oh, Zerklinge, mein Freund. So, was brauche ich als nächstes? Okay, da ist ja noch eine Cannon. Komm, mach mal Mutas oder so. Oh shit, jetzt habe ich meine Hands leider verloren, weil die auf AFK waren. Oh, kannst du? Ja, okay, nee, passt schon.
Ach, ist ja schon wieder eine Canon. Sag doch was. Habe ich nicht gesehen. Ja, hier ist überall was. Der baut hier unten noch eine, ja. Ja. Können wir da gleichzeitig drauf gehen? Ich habe hier so ein paar Linge. Worauf? Oh, da sind seine Linge. Vorsicht, Vorsicht. Er macht einen Run-By. Das Problem ist, ich krieg halt meine Dings nicht. Meine alles gut, die haben keine Eco mehr. Denke mal dran. Okay, das ist gut, ist gut, ist gut. Ich hab den da. Ja. Oh, ist da schon wieder eine Cannon? Clean jetzt hier erstmal den ganzen Shit. Our allies are being attacked. Mineral field depleted. Stehen auch noch Cannons oder was? Attack mal die Cannons oben. Ja, ja. Attack die oben. Okay. Ja, aber okay. Go, go. Let's go, let's go, let's go, let's go. So, und bauen wir was gegen Air und gegen Invis. Okay. Hier ist auch noch eine. Greift die Cannon an hier. Links. Ganz links. Ganz links. Ja. So, ich schicke gerade Liberator rüber. Oh, da sind neue Zeitlinge. Oh, da sind Speedlinge an meiner Dings. Ja. Schade, die wird sterben. Da. Ja. Zu spät reagiert. Aber ist alles im grünen Bereich. Wir sind vorne. Na, ich muss auf Speed warten. So, ich habe jetzt erst einen Tank. Okay, das Long Distance Mining lasse ich mal hier so. Das ist nämlich okay. Boah, hat der viele Drohnen. Der hat komplett durchgedrohnt hier. Spire? Der hat einen Spire. Okay. Oh, hat schon Mutas. Krass. Okay, warte, ich brauche ein bisschen Anti-Air. Ich glaube, die hatten schon die Echse. Oh. Okay. Ist der Protoss tot? Der hatte, okay. Ich habe den alle Drohnen, alle, okay, dann, ja, dann sind wir vorne auf jeden Fall. Dann müssen wir jetzt nur mit dem Mutas klarkommen. Baust du selbst Mutas? Ja, das kann ich nicht, weil ich noch auf One-Base bin. Ich muss jetzt mit Speedling den in der Base dran halten. Ja, ich baue so lange Liberator. Ich spiel einfach Mech. So, eine Armory wäre ganz geil. Wir könnten sonst auch einfach angreifen zusammen mit den Liberatoren. Ich renne mal an seine Gold. Guck mal, ich habe halt mehr Liberator als der Mutas. Ich greife jetzt an, ja? Okay. Ich fahr rüber. Komm mit allem, was du hast. Oh, jetzt habe ich den Tank eingesperrt, oder was? Oh Mann, wieso sind die Tanks auch so fett? Liberation is at hand. So, er will Zeit kaufen oder was? Dings kommen rüber. Wollen wir, hast du genug Turrets? Noch nicht, aber warte. Wahrscheinlich nicht, ne? Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich muss ihn chasen. Ich renne bei ihm rein. Mal gucken, ob ich ein bisschen noch Schaden machen kann. Er hat halt viel viele Spinecrawler. Ich komme mit Tanks. Ja, ist ja gut aus, oder? Ja, wenn ich den Dings hier noch bekomme. Ja, ich bekomme hier relativ viel. Oh, fuck. Ah, jetzt habe ich seine Mutas. Okay, also an der einen Base habe ich richtig viel zerstört. Oh, hier, geh auf die Hydras. Hier sind, ja, Hydras. Geh auf, geh auf. Okay. Genau, versuch nur die Dings zu killen. Ich versuch die Hydras zu killen. Mit den Lingen. Oh, ich hab Provenance.
Wo wurde mit Mac zu Macron? So, lass mal auf die Zerg-Echse hier hinten. Ja. Ist das? Kannst du hier vorne mal den Spinecrawler... Dark Templar hinten. Siege? Dark Templar. Oh, what? Aber ich hab Turrets. Scans. Bau überall sicherlich ab gegen die DTs. Achtung, Hydras, Hydras, unter deinen Dings. Ich komme. Ja, ich muss mich um die DTs hier kümmern. Ja, ja, okay. Lauf weiter. Go, go. Jawohl, genau so, genau so. Wo sind die Dark Templar? Wo sind die Dark Templar? Das weiß ich nicht. Sind die noch da? Ich weiß es nicht. Ich hab hier genug Dings. Musst du bei mir... Bei mir musst du nicht scannen. Okay. Da oben rechts ist noch irgendwas. Da sind noch Dark Templar. Okay. Oh, haben wir. Easy. Naja, easy nicht, aber... Hey, was denn? Wir waren die ganze Zeit vorne, würde ich mal sagen. Ja. Ah, hier sind die TTs. Ja, da können sie ruhig alles killen. Jawohl. Schön. Schön. So, mal gucken, was hier über dem Dings... Ah, jawohl, GG. Boah, alter Schwede. Die Schweine, die haben ganz schön Druck gemacht, ne? Ja, aber komm. Einfach rüberfahren ja. Und Eco killen. So sieht's aus. Ja, das war wirklich ein guter Move, weil sonst hätten wir echt verloren. Krass. Komm, eins schaffen wir noch. Wir haben zwar nur 4 Minuten auf der Uhr, aber... Go, go. Oh, die waren beide Master. Die waren beide Master. Boah. Das ist ein gutes Zeichen. Oh, gleich ist mein Tee auch leer. Super duper Tee, super duper Tee, super duper Tee, super duper Tee, 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 Tee. Das war alles mein Marschlied am Anfang. Das hat uns im Genau, im das hat mir sehr krass geholfen. Was trinke ich hier eigentlich für einen Tee? Das ist irgendwie, ich habe vergessen, was drin ist. Ich hab einen persischer Granatapfel. Ich habe eigentlich immer Lemon Ingwer, aber der hier ist ein anderer von der gleichen Marke. Ich habe mal vergessen, was da drin ist. Random Potos. Okay, let's do it. Just let's do it. Okay. Random Protoss. Random Protoss. Wir haben unser Soll erfüllt, wir haben gewonnen, jetzt können wir verlieren. Stimmt. Alles gut. Das wäre jetzt nur Bonus, hier noch zu gewinnen. Ich kenne den nicht. Jetzt habe ich das hier gebaut. Super duper toll. Gas first. Gas, Gas, Gas first. Gas first. First, 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 first. Gas first. Oh, Scouten schenken wir uns. Wer braucht schon Scouten, wenn wir schnelle Zerglinge haben? 19 CVs ist die goldene Zahl, die wir haben wollen vom Orbital Command. Und dann haben wir nichts zu tun und können ganz viel klicken und drücken und trinken. Ah, toll, das ist ein wirklicher Erfolgstee. So, so. Ja, bin ich mal gespannt. So, mein Name ist Matteo Ricciardi und ich weiß überhaupt nicht, was ich tue. Hast du Dings eigentlich gesehen in den Geburtstagsglückwünschen von Gino? Da sagt er Matteo Ricciani. Ist es eine Verarschung oder weiß er nicht, dass ich anders heiße? Ich glaube, er weiß es nicht. Okay. Gino ist ja... Ja, was ist Gino? Ich wollte gerade dissen. Ich wollte gesagt, Gino ist ja eh nicht so helle. Das stimmt gar nicht, Gino ist voll schlau. Nee, der ist smart. Boah, diesmal ist mein Bild richtig gut. Das sag ich dir mal, wie es ist, ja? Das Badezimmer bleibt, wie es ist. Ist das der Andreas? Ja.
Und das Kinderzimmer bleibt auch, wie es ist. So. Mehr ist die, wie es brauchen wir nicht. Hast du schon Zerglinge? Ich habe die ersten beiden Hellions jetzt. Kommen jetzt, werden jetzt gebaut. Super, super toll. Oh, diesmal ist mein Bild richtig gut. Was? Timer hat geklingelt. Komm, 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 Matteo. Ich fahr rüber. Ich komm mit. Komm. Was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Oh, ein Adepten. Helf mir. Ich komme. Töte ihn. Ja, holen. Ja. Und rüber. Komm. Oh, Supply Depot. Schnell. Auf geht's. Die haben eine Echse. Komm, die reißen wir direkt ab. Oder lohnt sich das überhaupt? Mal gucken, ob da Probes sind. Injecten. Lass in die Main. Okay. Rechts unten in die Main. Oh, da ist er. Oh, links in die Main. Pass auf Photon Overcharge. Wir müssen den Photon Overcharge immer ausweichen. Ja. Hier ist Photon Overcharge. Den Stalker. Was machst du? Hallo. Ich hab, sorry. Den Stalker, so, Alter! Jetzt hab ich schon zwei. Sorry, ey. Jetzt vorbei. Jetzt hab ich schon zwei Hayans verloren. Ich krieg doch hier alles. Geh mal aus dem Photon Overcharge raus. Ja. Jetzt in die Echse. Okay. Geh mal den Pylon. Komm, lass den Pylon fokussen. Ja. Mach ihn tot. I'm going drauf. So. Probe. Echse rausnehmen? Nee, lauf in die Main wieder. Oh, pass auf, da ist ein Stalker. Ja. Wir müssen zusammenkämpfen. Kommt da noch was von dir her? Das hier mit dem Schwung nochmal neu. Jetzt habe ich aus Versehen. Hier, mach's mit dem Zergling, Matteo. Ja, warte. Das zusammenkämpfen. Jetzt habe ich aus Versehen Cloak Banshees gespielt. Hier sind Dings. Oh ja, lass die holen. Drei Stück. Ja, die holen wir. Gleich aus dem Photon Overcharge raus danach. Oder, wir können den Pylon machen auch. Lass den Pylon machen. Ja, ich gehe auf den Pylon. Oh, oben ist ein Stalker, Achtung. Achtung, Stalker. Okay, raus. Kommt nochmal Schwung nach. Nicht verlieren gegen Mothership Core. Das hier sammeln. Und dann nochmal in die Main. Komm her. Hier. Ich hab mal injecten. Hier. Was fliegt da rüber? Ich glaube, da kommt Oracle. Bin mir sicher. Und in die Main. Go, in die Main. Ja, warte. Da ist ein Oracle in deiner Main. Guck mal hier, surround die Stalker. Ja. Schnell, surround sie. Hier. Matteo. Oh Gott. Ja, ich muss doch. Ja, die sind hochgekommen. Okay, Abbruch, bringt nix. Okay, warte. Das Oracle in der Main. Das hier am Watchtower sammeln. Ja, wie hart wollen wir uns denn committen auf diesen Push hier? Ja, ich. Jetzt nicht mehr. Die bringt nichts mehr. Die haben uns verteidigt. Die haben ja beide eine Echse sogar. Ich versuche jetzt mit den Cloak Banshees noch Schaden zu machen. Ja. Also, wir müssen jetzt erstmal Makro spielen, glaube ich. Ich versuche hier nochmal den Dings zu. Ah, ne, krieg ich es nicht. Alter, haben die viel hier unten. So, Cloak Banshee geht rein. Wir können gleich nochmal, wenn die Cloak Banshee hier Stress macht, an die Echse fahren. Ja, ich bin drin mit der Cloak Banshee. Ich glaube, die haben gar keine Robo, oder? Gucken wir mal. Also ne, die haben keine Robo. Jetzt gehen die Echse. Genau. Ja, mach ich. Ah, das sind aber richtig viele Dings. Ich komme mit den Hayans. Okay. Go, in die Echse. Mach den Pylon hier weg. Ja, hier unten sind 1000 Dinge. Ja, ich bin mit drauf. Danach den Pylon bitte. Okay. Ja, da unten. Hier sind ganz viele Stalker. Ich glaube, wir müssen hier weg, oder? Ja, ich töte in der Main. Okay, das ist gut. Das ist gut. Ich habe hier auch noch einen Cloak Banshee. Ich töte einfach Worker. Ich habe den einen. Ziemlich alles getötet. Ja, die haben halt keine Observer gehabt. Das ist gut, ja. Vielleicht kann ich hier noch ein paar Linge vorbeisneaken. Oh ja, ich bin bei dem anderen in der Dings. Okay, einfach nur Eco drin. Ja. Ist da irgendwo eine Banshee? Wahrscheinlich. Hier sind natürlich schlechte Makros. Okay, ich renn wieder raus. Hier ist auf Mac.
müsste meine Badge hier noch jetzt. Da ist was, das Oracle, Achtung. Wie soll, baust Baukörler, oh. Matteo. Junge. Ja, ich hab dem Dings nur in der Main gebaut, leider. Überall. Das war jetzt unnötig. Dieser Sammelpunkt. Wir müssen die Rocks dort wegmachen zu deiner Echse. Ja. Wait. Was ist da bei deiner Base? Weiß ich nicht. Hab's gesehen. Ich spiel Mac, ja. Ja, ich geh auf Roach. Ja, genau, spiel Ravager. Roach. Einfach nur Roach. Achso, bei mir an der. Achso, okay. Hä, hey, ich hab den doch schon gebaut. Was, warum ist hier nichts? Das Oracle hat 20 Kills. Seit die im Spiel. Du hast überall Turrets. Oder Dings. So, du hast jetzt keine Eco-Mule zu pumpen, oder? Warte. Jetzt hätte ich halt. Ich hätte halt Liberator und Tanks jetzt. Das wäre eigentlich ein richtig guter Push. Na, ich. Okay, meine, da sind Blinkstalker an. Wir müssen hier hin. Na, stell dich erstmal defensiv auf und ich versuche mal. Versuch mal ein paar Units zu pumpen. Ja. Insufficient Vespin Gas. Not enough minerals. Okay, ich bin jetzt auf drei Basen nur halb saturiert, aber das ist okay, ich pumpe jetzt Units. Okay, ich kann mal hier aus den Gasgasien raus, ich habe viel zu viel Mineral. Ich bin hier schon. Ist das ein Oracle? Orders received. SCV ready. Our allies are being attacked. Mineral field depleted. Oh fuck. Ready to raise some hell. Komm her mit dem Blinkstalker. Achtung, es könnte Push sein. Upgrade complete. So, was sagt deine Army? Ja, die baut sich gerade auf. Was hast du, wie viel Supply? 113 gerade. Okay, dann lass go machen, die haben nicht so viel. Lass noch den Spell abwarten von dem Dings. Von dem ja, okay. Jetzt eins ist durch bei mir. Okay, let's go. Ja. Erstmal ein Watchtower hier. Und dann hier unten die blaue Echse, ja? Ja. Go. Warte, da sind sie alle. Ja. Mal schön zusammen. Scout mal ein paar Ling. Also wir können fighten. Ja. Oh fuck. Alter, Storm. Was ist Storm? Wir gehen Storm. Erstmal zurück. Ich hab doch Siege. Ja. Wir müssen hier nicht fighten. Okay. Wir gehen hier deine Roaches, wir machen die Echse hier unten. Okay, die kommen. Go. Okay, die haben alle Phoenixes verloren, sehr, sehr gut. Mhm. Wir stehen hier gut. Wir können gleich ranziehen. Go, rauf. Ja. Nicht in den Storm stehen bleiben, ne? Wir ziehen jetzt langsam ran. Achtung. Siege Shanks gehen vor. Pump weiter, immer Units. Der nächste Liberator. Immer nur, du musst meine Liberator beschützen, Matteo. Ja, okay. Du musst einfach immer im vordersten Feld stehen. Ja. Okay, ich gehe nach vorne. Warte, nicht so weit, ich rufe meine Siege Tanks vor.
Die Chanks sind da. Sieht aus. Ja. Oh, so OP, okay, Alter. Alter, das ist aber eine krasse Kombo, ne? Mit deinen Liberatoren und dem ganzen Rotz. Können die gar nichts machen. Das ist krass. Boah, alter Schwede. Das schönes Spiel. Das war ein krasses außer, Game. Außer, dass du 24 Probes gegen ein Oracle verloren hast, war eigentlich alles gut. Ja, ich habe echt viel verkackt. Aber, Alter, die Kombo ist aber sick, ne? Mit diesem Force-Siege, da kann man ja nichts machen. Was willst du denn da rein? Also, wenn du, die können da niemals reinlaufen. Ja. Das ist Story of my life. Ja. Gut, Freunde, nice. Das war's mit Mantle of Honor Episode, weiß ich nicht, Season weiß ich nicht und Mantle Honor, tschüss. Letzte Worte gebühren wie immer Mantle. Genau, und die letzten Worte kommen wieder von Twitter und die, Alter, Kodaisa schreibt, was für Shampoos benutzt ihr? Alter, keine ich Ahnung. Ich benutze Haarspülung im Moment. Ich benutze irgend so ein, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Von der Edeka-Marke, wie heißt die noch? So ein ganz billiges Kokos-Haarspülung. Deins kenne ich, deine Haarspülung. Die habe ich mal gesehen. Diese weiße Packung mit einem. Mit so einem braunen Deckel. Ich weiß aber nicht mehr, wie meine aussieht. Irgendwas Fruchtiges. Na gut, das war's. Tschüss.